Servus Leute, ich weiß nicht, ob ihr mich überhaupt seht, es ist ziemlich dunkel. Und zwar hole ich jetzt den Nico ab und wir gehen eine Runde in den Wald. Jetzt im Wald fahren, ihr seht aber, draußen ist es schon dunkel. Es ist, lasst mich auf die Uhr gucken, 18.35 Uhr. Und ja, wir wollen mal in den Wald gehen und ich habe die Lupine dabei. Und mal schauen, was da so abgeht und mal eine Runde im Wald in der Nacht fahren gehen. Die Kamera ist dabei, das heißt, ihr seht auf jeden Fall ein paar Aufnahmen von außen. Und ich würde sagen, ich gehe jetzt erstmal den Nico abholen und dann geht's in den Wald. Und ich wünsche euch viel Spaß. Ich weiß nicht, was aus dem Video wird. Es hat draußen minus 2 Grad, das heißt, es ist arschkalt und ich weiß nicht, wie lange wir es im Wald durchhalten. Aber jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video. Eine neue GoPro? Okay, ich sag nicht mehr. Vielleicht gibt es noch was Besonderes bei euch im Video. Genau, und jetzt würde ich sagen, geht's los. Ich hole den Nico ab. Bis gleich im Wald. Jo Leute, also wir sind jetzt im Wald angekommen. Ich stehe hier gerade unter so einer Laterne, damit ihr mich überhaupt seht. Es ist affenkalt und stockdunkel. Also nach da hinten sieht man wirklich gar nichts und ich bin echt gespannt, ob das heute was wird. Genau, der Nico baut da hinten schon die Räder am Auto zusammen und wir gehen dann gleich in den Wald und gucken mal, was da geht und gucken mal, ob ich überhaupt mit meiner Kamera bei dem schlechten Licht was filmen kann. Zu eurer Info, ich habe film heute am Helm mal mit der GoPro Hero 8. Die neue GoPro, ich probiere die mal aus. Die habe ich vom Schaltwerk Schweigern mal zur Verfügung gestellt gekriegt, mal zum Testen. Vielen Dank an der Stelle und ich bin echt mal gespannt, was das Teil kann. Genau, und als Lampe für die Leute, die es interessieren, habe ich auch aus dem Schaltwerk Schweigern die Lupine Pico R. Das sagt euch vielleicht oder bestimmt was, wenn ihr Mountainbiker seid. Genau, ich probiere die mal aus. Ich habe zwei von den SmartCore Akkus. Habe ich einen einstecken? Ich glaube schon, oder? Ne, jetzt im Moment nicht. Liegt noch im Auto. Genau, also die man mit dem Handy und mit der Bluetooth-Fernbedienung verbinden kann. Ja, und ich würde sagen, wir gehen jetzt mal auf die Trails oder da hinten. Ins Dunkle irgendwo, ins Dunkle nirgendwo und gucken mal, was da so abgeht und ob wir hier ein paar Runden oder eine Runde zustande kriegen, so lange bis wir einfach durchgefroren sind. Und ich würde sagen, jetzt geht's los. Mal gucken, was in dem Video kommt. Ich kann es euch nicht sagen. Viel Spaß, let's go! Jo Leute, also wir fahren jetzt gerade in den Wald und guckt euch das an einfach. So krank, was die Lupine einfach macht. Die macht einfach den Wald komplett hell. Das ist so heftig. Also ich bin ein paar Mal in der Dämmerung schon mit dem Ding gefahren. Aber guckt euch das an, da geht einfach der Trail rein und man sieht einfach alles. Das ist so heftig, Leute. Alles gefroren, ja, ist übel kalt. Aber scheißegal, Mann. Hauptsache Biken gehen, ey. Ja, wir sind heute beide vom Geschäft gekommen. Und genau, sind jetzt hier mal noch eine Runde am Fahren und ich würde sagen, wir sehen uns gleich, wenn wir beim Trail sind und ja, viel Spaß euch. Also Leute, wir sind jetzt im Wald angekommen. Da ist ein Anlieger. Warte, ich mache euch mal die Lampe noch ein Stück heller. Das ist jetzt die hellste Stufe. Da ist der erste Anlieger und hier der zweite. Da steht der Nico mitten im Wald und ist echt krass, es ist stockdunkel, aber die Lupine macht es echt gut hell und ich werde jetzt mal die zwei Anlieger hier fahren, der Nico filmt mit der Kamera von außen. Ja Leute, ich schiebe jetzt gerade mal nach oben. Ich hatte
die erste Runde. Ist mega gefroren alles, also es wird ziemlich scary wahrscheinlich. Aber naja, dafür sind wir ja da. Um das hier im Wald mal auszutesten. Ich muss sagen, so kalt ist es mir gar nicht. Obwohl es, wie gesagt, Minusgrade hat und alles gefroren ist. Sieht das heftig aus. Krank. So, erste Runde. Bin echt mal gespannt. Ist das krank? Okay, ich muss die Lampe gleich. Auf jeden Fall. Wow. Noch ein Stück weiter nach vorne stellen, damit ich weiter nach vorne sehe. Du bist so nicht unscharf da, ich weiß auch nicht, was bei dir. Kranker Scheiß. Okay, viel von außen brauchen wir da nicht filmen. Jo, Alter, schon krank. Wow, Sprung. Wow. Also nass und rutschig ist es heute auf jeden Fall. Es ist ziemlich scary hier. So, jetzt fahren wir hier mal runter. Okay. Ich fahre jetzt hier den Trail mal durch ein Stück. Hier kommt wieder ein Anlieger. Geil, Mann. Okay. Kranker Scheiß, Mann. Das ist richtig abnormal. Also es macht übel Spaß. Auch wenn es stockdunkel ist. Ziemlich kalt. Und man kaum was sieht. Macht es trotzdem, also und man kaum was sieht auf der großen Kamera, wenn wir filmen. Ja, ich hoffe, ihr habt so ein paar Eindrücke gekriegt oder kriegen können, wie das ist, so mitten im Wald zu fahren. Und es ist auch ziemlich scary, denn Nico ist ja auch ein paar Mal gefahren mit meiner Lampe. Und wenn man da so ganz allein im Wald steht, mitten in der Nacht und lass mich mal auf die Uhr schauen. Es ist, passt mal auf, 20.20 Uhr. Ich hoffe, ihr könnt es sehen auf der GoPro. Nico kommt da schon runtergelaufen. Ja, macht aber übel Spaß. Wir müssen es unbedingt nochmal machen, wenn der Nico auch eine Lampe hat. Eine zweite Lampe mitnehmen. Dann können wir, denke ich mal, auch zu zweit ein paar Trails einfach fahren, da oben läuft er. Ich denke, das ist einfacher, wie wenn wir uns die ganze Zeit abwechseln müssen. Und alleine im Wald zu fahren, ist halt einfach viel zu gefährlich. Genau, das war's jetzt von mir aus der Nacht. Ich denke, in dem Video geht es noch weiter mit ein paar anderen Sachen. Schaut mal beim Schaltwerk Scheugern rein. Dort findet ihr erstens die Lampen. Und von da habe ich auch die GoPro, mit der ich gerade filme. Und genau, schaut da mal rein, richtig cooler Laden. Und genau, der berät euch auch gerne bei der Lampensache von unterer Preisklasse bis oberer Preisklasse. Gibt es dort alles, hat er auch vorrätig im Laden. Also schaut da mal vorbei, wenn ihr auch am Fahren in der Nacht interessiert seid oder einfach Licht braucht. Jo, der Nico macht Bilder und ja, ich würde sagen, das war's jetzt erstmal aus dem Wald. Für euch geht's, denke ich, gleich weiter und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder oder jetzt gleich und bis dahin, macht's gut, haut rein. Nico, geil, Mann. Geil. Schön, dass du mitgekommen bist. War echt geil.
Jo Leute, also ich melde mich jetzt hier mal aus dem Schaltwerk Schweigern, um das Video mal noch so ein bisschen weiterzumachen. Ihr habt gerade einen Night Ride gesehen aus dem Wald, wo ich mit Nico war. Leider war der nicht so lang, müssen wir auf jeden Fall nochmal machen, wenn der Nico auch eine Lampe dabei hat, weil das war ein bisschen schwierig, weil immer nur einer halt fahren konnte und es war auch ziemlich kalt, wir waren ziemlich schnell durchgefroren. Genau, jetzt melde ich mich aber mal noch aus dem Schaltwerk Schweigern und zwar wollte ich euch noch die Lupines zeigen, die der Andi hier da hat. Und zwar ist das hier meine Lampe, lasst mich das mal richtig halten, meine Lampe, die Pico R steht da auch drauf. Richtig cooles Teil, funktioniert richtig gut und ich habe nur für euch zur Info zwei von diesen SmartCore Akkus da dafür. Das heißt, ihr könnt die Lampe mit dem Handy steuern, vom Lenker aus. Oder halt, wenn ihr das Handy in der Hand habt irgendwie. Und ihr könnt auch gleichzeitig mit der kleinen Bluetooth-Fernbedienung, die dabei ist, könnt ihr die Lampe vom Lenker steuern. Das ist echt ganz lässig. Da müsst ihr nicht immer hochlang an Helm. Auch während der Fahrt könnt ihr da zwischen den Modis hin und her wechseln und an- und ausmachen und so. Genau, das soll es mal zu Lupine gewesen sein. Und dann wollte ich euch hier mal noch die neue Escolab-Ecke zeigen beim Andi. Das hat er jetzt ganz neu umgebaut und ich finde das eigentlich mega lässig. Schaut euch hier mal um. Sieht echt richtig cool aus. Und ich würde sagen, bevor wir weitermachen und ich noch mehr laber, zeige ich euch mal ein paar Shots hier von der Ecke und wünsche euch viel Spaß und wir sehen uns gleich wieder. Let's go! Jo Leute, also ihr habt jetzt ein paar Shots von der Wand gesehen, also mega cool, da gibt es echt alles hier. Vorbauten, Lenker, Sattel, was gibt's noch alles? Lenker habe ich gesagt, Hosen. Die Innerbar Ends da unten vor deinem Gesicht. Genau, die Innerbar Ends für die Cross-Country-Fahrer unter euch. Vorbauten hat es hier oben. Griffe haben wir, habe ich euch gezeigt. Hier sind meine irgendwo. Ja, da hat es meine. Da drüben gibt es Lenker, gerade genug. Und hier unten ist mein Alcantara-Sattel. Also auch den gibt es. Und ihr seht in allen Breiten und Größen und so da. Und wenn nicht, ist das auch in ein paar Tagen nachbestellt. Genau. Ich würde sagen, das war es jetzt mal von hier, von der Escolab-Wand, aber es wird, denke ich mal, Zeit ist schon lang her, dass ihr mal ein paar Shots hier aus dem Laden gesehen habt und da wird es einfach mal wieder Zeit dafür, da hinten steht auch im Andi sein Pivot, da werde ich auch gleich noch ein paar Shots davon machen, das Shuttle, das Umgebaute mit den Carbonlaufrädern und mehr Federweg und so, das ihr im Video von der Burg Landeck gesehen habt, da war der Andi mit unterwegs und da gibt es auch noch mal ein paar Shots davon. Und genau, ich würde sagen, ich hoffe, euch hat das Video dann so im Gesamten gefallen. War jetzt alles querbeet, bisschen durchgemischt, aber ja, ich denke trotzdem ganz interessant. Und genau, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ihr kriegt jetzt noch ein paar Shots hier aus dem Laden und ja.